Salve a tutti. Hier ist er wieder. Ich habe mich der Börse verschrieben, das wisst ihr, deswegen mache ich auch diese ganzen YouTube-Filme. Ab und zu empfehle ich was ich besonders gut finde. Ich rede jetzt nicht von Produkten, sondern ich rede generell von Banken, Brokern, wie auch immer. Ich habe seit September letzten Jahres Scalable getestet. Ich habe da über 1000 Trades durchgejuckelt und für mich ist das tatsächlich die schönste aller Welten. Insbesondere deshalb, weil drei Emittenten, mit denen ich möchte schätzen, 99,5% meiner Trades mache, da vertreten sind. UniCredit, HSBC und Goldman Sachs. Ich habe das System sehr intensiv getestet, deswegen habe ich mir auch viel Zeit damit gelassen und ich habe auch die App getestet. Ich habe bei Scalable Orders durchgezogen, ich habe gekauft, ich habe verkauft, Teilausführung, Stop-in, Stop-Loss, ich habe wirklich alles ausprobiert. Und es gab nur ein einziges Mal ein Problem, das war beim Beginn des Ukraine-Konflikts. Aber das war auch wirklich alles. Ich bin hochzufrieden, auch mit dem ganzen Backing, was da kommt, im Sinne von Steuererklärungen, Post, Benachrichtigungen und so weiter, hat hervorragend geklappt. Ja, und also ich stehe dazu, ich finde das sehr gut, ich habe es jetzt lang genug getestet, ich gehe jetzt da richtig online und ich will euch in diesem Film zeigen, wo insbesondere die Stärken sind, aber es gibt auch hier und da vielleicht noch kleine Schwächen. Aber diese kleinen Schwächen sind im Verhältnis minimal. Ich will an dieser Stelle sagen, dass ich unter dem YouTube-Film mache ich einen Link rein, wo ihr ein Konto eröffnen könnt. Ich bekomme dafür was. Das ist wirklich nicht besonders viel und ich mache diesen Film auch nicht auftragsscalable. Das ist mir ganz wichtig. Ja, das ist meine eigene Meinung hier. Ich werde dafür sonst nicht bezahlt. Und wenn ihr da unten dann ein Konto abschließt, gibt es immer wieder Aktionen, da bekommt ihr auch was dafür. So ein Eintrittsgeld oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Also ich bin sehr zufrieden. Wie gesagt, für mich ist das die schönsten aller Welten und schaut euch mal den Film an. Viel Spaß. So, und jetzt gehe ich mal mit euch auf die Homepage von Scalable, weil da möchte ich euch schon das eine oder andere erklären, auch warum ich das so cool finde. Das ist also hier, wenn man eingibt Scalable Capital, kommt man hier drauf. Entweder man ist schon Kunde, kann man sich einloggen oder man eröffnet ein Depot. Das vorab, das Depot wird geführt bei der Baader Bank. Ich habe das gemacht. Das war gar kein Problem, da musste man sich ausweisen, aber das war eine Geschichte von 2 Tagen, dann war das fertig. Ja. Das heißt, das ist die Plattform, aber gehandelt und die Kontoauszüge und die ganzen Steuererklärungen, alles bekommt ihr von der Baader Bank. Ich gehe jetzt hier mal weniger auf diese Zahlen ein, was euch mehr interessieren sollte, ist das hier. Hier gibt es verschiedene Programme. Da könnt ihr euch jetzt einzeln durchlesen, was das ist. Ich bin bei dem hier, das heißt, ich zahle 2,99 Euro pro Monat. Oder noch nicht mal 40 Euro im Jahr für alles, was ich da mache. Ihr könnt es auch testen, könnt euch da mal dementsprechend anschauen. Aber wie gesagt, ich bin also bei dem hier, für mich reicht es. Ich möchte es nochmal sagen mit den Gebühren. Ich hatte 27 Jahre das Konto bei der einen Bank. Und in stressigen Jahren, wenn ich viel gehandelt habe, stand da als Gebühren ein Kleinwagen. Das ist eine Menge. Ja, wenn ich das jetzt mal hochrechne auf 27 Jahren, also da sind selbst mir, haben da die Ohren geschlagert, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, für mich ist das jetzt hier die schönste aller Welten und jetzt gehe ich mit euch da mal rein, weil ich bin ja schon eingeloggt. Und dann kommt ihr auf diese Seite hier. Hier oben gibt es immer hübsche kleine Filme oder Podcasts. Da ist dann mal der Matthias Hüppe von Trinkhausen, erzählt was, zum Beispiel über den VDAX. Oder der Eric Potts, soweit ist da und erzählt was. Also es sind immer wirklich sinnvolle Informationen hier. Das hier, auf der anderen Seite ist natürlich die Home-Seite, da müssen wir jetzt nicht drauf. Das bin ich, das ist momentan der Kontostand. Ich habe also jetzt neulich mal mehr eingezahlt, weil ich jetzt meine ganzen Tests abgeschlossen habe, da komme ich aber noch drauf. Hier gibt es den Support-Bereich, hier kann man selbst noch Freunde einladen. Hier gibt es eine Mailbox, da kriegt ihr dann von Baader alles Mögliche, was ihr braucht, Steuer und so weiter und so weiter. Hier ist mein Profil. Ich gehe jetzt, weil das ist das eigentlich Wichtige, ich gehe jetzt mit euch hier auf den Broker. Ich habe heute gar nichts gemacht, ja, weil ich hatte irgendwie keine Lust. Das hier sind meine momentan winzig kleinen Positionen. Ich war jetzt ein paar Tage weg, ich war ja auf Sevilla oder in Sevilla und ich werde auch in den nächsten Tagen immer mal wieder weg sein. Ich werde jetzt hier gar nichts Großartiges verändern. Das hier ist die Gesamtrendite, die ich habe von heute, nur vom heutigen Tag. Das gehe ich mal mit euch auf den Monat, da habe ich kein Problem mit. Wie gesagt, ich habe kaum gehandelt, aber das lief eigentlich ganz gut. Aurora ist so eine Geschichte, stehe ich drauf, da komme ich eines Morgens rein, dann stehen sie irgendwo bei 4. Auto One Group, nur mal das zu zeigen, wenn ich hier draufklicke, dann kann ich den Chart mir einstellen, Tag, Woche, Monat
Ich kann hier kaufen, verkaufen, ich kann einen Sparplan einrichten. Und hier unten sehe ich dann, das ist die Position. Ich habe jetzt noch ganze 200 Stück, weil ich habe vorher immer wieder, ich habe deutlich mehr gekauft zum Bereich 9,80 und ich habe dann immer wieder hunderterweise verkauft bei 12,21, 12,36, 12,48 und jetzt stehen sie halt mal 11,34. Das sind für mich das, was ich immer nenne, diese Schnüffelstücke. Ich will eine Handposition haben. Also wenn die jetzt auf 10,50 runtergeht, stört mich das auch nicht. Ich fühle die dadurch besser. Und so wird es dann da dargestellt. Und wie gesagt, hier kann ich mir einen Chart einstellen. Ich würde mir wünschen, dass es ein Candlestick-Chart ist, aber ja, mal gucken, vielleicht kann man es ja noch beeinflussen. Das hier, das ist ein iShares auf den MSCI in Indien. Das ist ein Sparplan, das erkennt man hier dran. Das sind diese 300 Stück oder 300 Euro im Monat. Und wenn da mal ein bisschen mehr ist, man sieht das glaube ich jetzt hier so nicht, da sind die Eckdaten, wann ich wo was gekauft habe. Und dann irgendwann, das war Mitte Februar, war ich mir der Meinung, komm, der ist jetzt tief genug, kaufst halt mal mehr, habe ich eine größere Position gekauft. Aber grundsätzlich sind es im Monat 300 Euro und der liegt jetzt bei 339 Euro im Plus, also 6,2% im Plus seit Kauf. Kann ich auch mitleben, ist in Ordnung. Die andere kleine Position ist so ein Liebhaberteil, das ist Tat. Ja, auch da werde ich irgendwann mal reinkommen und sie sind höher, aber da will ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Ich habe hier die Kryptos, ich handle nichts in Kryptos, deswegen ist da immer null. Am liebsten wäre mir, das könnte ich irgendwie weg-xen. Ich weiß nicht, ob es geht, das habe ich noch nicht rausgefunden. Hier ist meine Watchlist. Da sind drin X-Trackers auf den DAX, weil da habe ich neulich auch welche gekauft. Das war so um die 100, ich glaube 20 rum. Das ist Okjugen, da gucke ich ganz gerne mal drauf. Hier ist sehr schön, von der Hypovereinsbank ist das der, sieht man gleich ein Bear Open, also ein Put. Dann sehe ich hier, das ist von der HSBC, das sind Fraport-Scheine oder das sind dann halt hier DAX-Scheine. Das ist halt ein bisschen schade. Hier steht Bär, da fehlt noch ein bisschen, was weiß ich, Call, Bull oder irgendwas in der Art und Weise. Am liebsten wäre mir sogar, wenn die Basis dahinter stehen würde. Muss ich mal reden. Das hier sind Warta-Scheine, das ist was auf den Nasdaq. Das ist auch ein, das weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Put oder ein Call ist. Müsste ich mal reinschauen. Ist ein bisschen schwierig. Berkshire Hathaway, da hatte ich also jahrelang einen Sparplan drauf und den habe ich neulich verkauft bei, ich glaube, 327, einfach weil ich der Meinung bin, der ist jetzt zu stark gelaufen. Ich glaube, den kriege ich nochmal irgendwo so bei 260. Ist nicht unbedingt Sinn und Zweck eines Sparplans, aber ich handle Sparpläne auch, sagen wir mal, aktiv. Ja, ich habe das Ding gehabt von irgendwie 170 seit, ich glaube, 2015. Irgendwo hier war das. Also im Schnitt. Ich habe den hier angefangen und dann im Schnitt 170. Und habe gedacht, jetzt kannst du ihn auch mal geben. Ich finde grundsätzlich, hier unten drunter sind dann noch alle möglichen Trades. Mal schauen, das war die Watchlist. Hier sind dann alle möglichen Trades. Letzte Transaktionen. Da habe ich wieder was für den iShares gekauft. Und dann geht das hier dementsprechend weiter. Hatte ich mal Uranium Energy. Hier ist ein Auto Group. Und dann zieht sich das runter. Ich wollte euch jetzt nicht mit meinen Trades verwöhnen, weil das bringt herzlich wenig. Die Gebühren sind natürlich bei Scalable also spektakulär günstig. 40 Euro. Nochmal, bei der Bank, die ich vorher hatte, da stand ein Kleinwagen im Jahr drin. Scalable ist für mich ein Teil der Konten, die ich habe. Ich habe ein weiteres Konto nur für die Futures, wo ich richtige Futures handle und echte Optionen. Und auch die Aktien. Das mache ich woanders. Ich benutze Scalable insbesondere dafür, die Derivate zu handeln. Wir haben hier als Emittenten Goldman Sachs, UniCredit und HSBC. Wahrscheinlich kommen da irgendwann mal neue hinzu, das weiß ich nicht. Aber seit Jahren sind das die drei Emittenten, mit denen ich möchte was sagen, 99,5% meiner Derivate-Trades gemacht habe. Da weiß ich ganz genau, was ich habe. Und der Vorteil von diesem System hier ist, dass ich handle das über GetEx und da ist also kein Makler in dem Sinne dazwischen, das wird direkt durchgeroutet zum Emittenten. Ich schaffe es mittlerweile mit ein bisschen Übung und ich habe jetzt geübt seit September letzten Jahres. Ich schätze, ich habe hier über 1000 Trades drin oder gemacht. Schaffe ich es, wenn GetEx und alles mitspielt und es ist ein relativ ruhiger Tag, innerhalb von 10 Sekunden an einer Position rein und rauszukommen, weil da steht kein Intermediär dazwischen. GetEx routet das komplett an die,
an die Emittenten weiter. Ich kenne kein schnelleres System und für mich ist das die schönste aller Welten, eben weil ich mit meinen drei Lieblingsemittenten da handeln kann. Ich finde das spektakulär. Die Übersichtlichkeit von dem Tool ist groß. Ich habe auch mich jahrelang geweigert, mir so eine Trading-App zu holen. Das gab es bei der anderen Bank auch, aber ich wollte damit einfach nichts zu tun haben. Aber jetzt in dieser Phase des Testens seit September letzten Jahres habe ich mir die natürlich auch geholt, die App. Erstaunlich einfach. Also ich weiß nicht, wie die anderen sind. Ich habe da definitiv keinen Vergleich für. Ich finde es super einfach. Und eigentlich, wie gesagt, mag ich es nicht, weil dann habe ich das Ding immer dabei und dann bimmelt es mal irgendwo oder da habe ich ein Signal und dann will ich eigentlich irgendwie spazieren gehen. Auf einmal, Moment mal, ich muss gerade was verkaufen. Das mag ich eigentlich gar nicht. Das ist auch nicht mehr meine Art und Weise des Handels. Das, wie gesagt, das Portfolio, das Depot wird geführt bei der Baader Bank. Und ich kann damit gut leben. Ich hatte da bisher kein Problem. Insgesamt muss ich sagen, dass ich hier bei Scalable seit September nur ein einziges Mal ein Problem hatte. Und das war der Tag, der Beginn des Krieges in der Ukraine. Da war doch ein relativ schneller Markt und da hatten sie dann auch mal Schwierigkeiten, aber die haben daraus gelernt. Und das merke ich jetzt auch schon. Es ist also nach wie vor rasend schnell. Gehen wir mal da rein, wo man Derivate suchen kann. Ich gebe jetzt mal DAX ein. Und da kann ich mir hier, steht hier alles Mögliche, das ist natürlich viel zu viel, kannst hier oben sagen, eine Aktie, ein Krypto, ETF, Fonds oder Derivate zu DAX finden. Dann kommt dann hier so eine Suchleiste, das ist von iVestor. Ich glaube, so sprechen sie sich aus. Und da kann ich jetzt sagen, okay, will ich Long oder Short? Ich gehe auf Long. Ich möchte hier die Knockout ohne Stop-Loss haben. Da kann ich aber trotzdem Optionsscheine, Discount-Optionsscheine, Knockouts mit Stop-Loss, die handle ich aber kaum. Man sieht also auch, die werden weniger vom Markt angenommen als die ohne Stop-Loss. Ich kann die Smart-Knockouts nehmen, die Stay-Knockouts oder die Stay-Optionsscheine. Ich gehe mal hier auf diesen. Jetzt werden mir nur angezeigt die Knockouts ohne Stop-Loss. Jetzt kann ich hier den Hebel eingeben. Auch hier haben die sich schon deutlich verbessert, Scalable. Das war nämlich mal eine Zeit lang, da ging es, glaube ich, nur mit Hebel 10 oder 20. Mehr war das nicht. Und jetzt kann ich hier auf 50 geben. Gehen wir mal 50 ein. Nicht, dass ihr das machen sollt, aber geben wir es mal ein. Hier sind die drei Emittenten. Ich kann entweder einen rausschmeißen oder zwei. Ich kann auch alle drei drinnen lassen. Ich lasse alle drei drinnen. Hier wird mir jetzt gezeigt, das ist also ein Hebel von um die 50, 49,94. Das wäre jetzt von der HSBC ein Long, Basispreis 14.000, K-Oberjahre 14.000. Und hier ist die Fälligkeit 19.05. Das ist vielleicht noch ein Punkt, den kann man noch ändern. Das werde ich dir mit Sicherheit auch sagen, weil hier wird alles reingeschmissen. Die 19.05., die Open Ends, die 14.04. Ich glaube, da könnte man hier durchaus noch einen Button reinmachen, zu sagen, zeig mir nur die Open Ends oder zeig mir die Scheine der nächsten 3, 4, 5, 6 Monate, was auch immer man dann haben will. Und dann kann man sich das dementsprechend aussuchen, kann direkt auf Kaufen oder Verkaufen gehen. Und wobei Verkaufen, dazu muss ich was haben und dann suche ich nicht hier noch in der Liste. Aber ich kann natürlich hier auf Kaufen gehen und kann dann dementsprechend dieses Produkt hier kaufen. Hier gibt es auch so einen kleinen Chart. Ja, gut. Ich gucke da nicht so drauf, dafür habe ich andere Systeme. Aber das ist schon in Ordnung. Ich gehe mal wieder zurück und komme dann hier wieder auf mein Scalable, auf die Watchlist. So, das breche ich jetzt mal hier ab. Ich habe hier so ein kleines Storyboard. Ja, und dann fällt mir also ein, es ist halt diese Derivatebox, wie gesagt, ist also wesentlich besser geworden. Und ich glaube, die wird auch noch deutlich besser. Verschiedene Homepages von Emittenten sind natürlich besser, momentan noch. Aber die geben sich hier Mühe. Also die sind da ziemlich nah am Ball. Aktien. Ich handle über Scalable ganz, ganz, ganz wenig Aktien. Das aber liegt dann nicht an Scalable, sondern das liegt an der GetEx. Ich habe kein Problem bei der GetEx 9 Uhr bis 17.30 Uhr irgendwelche DAX-Werte zu handeln. Aber wenn ich jetzt mal auf so, sagen wir mal, Nebenwerte gehe, Aurora Cannabis, BYD, keine Ahnung, Octugen, da wird es schwierig. Es ist ein Market-Maker-System. Das muss man einfach wissen. Deswegen habe ich also auch das eine Konto dagelassen, wo ich die Aktien handle. Da komme ich hier gar nicht in die Bredouille. Das muss man einfach wissen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass GetEx sich da auch verbessern wird. Aber es ist nun mal nicht die größte Börse Deutschlands. Das muss man einfach wissen. Ich benutze dieses Tool nochmal zu 99,5% nur für die Derivate, nur für die K.O.-Scheine. Und ich kenne kein schnelleres Tool.
Die App habe ich besprochen. Eine Warnung muss ich aussprechen. Dadurch, dass das so günstig ist, steigt die Handelsaktivität. Da bin ich mir ganz sicher. Also ich habe es bei mir gesehen. Ich war nicht der Typ, der dann irgendwo mal was kauft für 20 oder 30 Punkte. Aber dadurch, dass ich fast nichts zahle, drücke ich da jetzt auch, und wenn ich jetzt davor sitze hier vom Bildschirm, dann drücke ich da auch häufiger mal drauf. Das heißt, die Handelsaktivität wird steigen. Das will ich nur einfach mal sagen. Das ist eine gewisse, ich möchte nicht sagen Gefahr, aber dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und aber ansonsten, das Tool, ich bin so zufrieden und ich habe jetzt also auch mehr Geld draufgestellt, weil ich einfach viel mehr da handeln will. Ich kenne kein schnelleres System für die K.O.-Scheine, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen, ich mag das, die kriegen von mir aus hier absolut einen Daumen hoch. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.